Gott. Ich hoffe, dass du das Pferd nicht. Jo, auch schön. Danke schön für die Hilfe. Ja. Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Schramme, der Talk. Wir sind hier wieder in der kalten Straßenbahn, wie man sieht. Alle haben ihre Jacken an. 1907 fuhr die erste Straßenbahn in Celle los, bis 1957. Und wir schreiben jetzt das Jahr 50 plus 1 der Celler Straßenbahn. Und wir haben wieder interessante Gäste heute hier. Zwei Unternehmer, starke Typen, die das Leben kennengelernt haben mit Höhen und mit Tiefen, die Unternehmer sein wollen und nicht Unterlasser. Und so begrüße ich als erstes mir gegenüber Jörg Reinsdorf von Firma Holzwerk. Hallo. Lieber Jörg, schön, dass du hier bist. Und wir sehen gleich, zu welcher Zunft du gehörst. Genau. Was hast du da eigentlich an? Genau, das ist eine traditionelle Kluft. Das ist eine Ausgehkluft. Also ich bin Zimmermann und ich wohne auf Wanderschaft. Und eigentlich kann man da gar nichts anfangen, weil der Schlag viel zu groß ist zum Beispiel. Ja, genau. Mehr als 70er Jahre. Mehr als 70er Jahre, genau. Ja. Ein 120er Umfang ist das. Grundsätzlich, damit keine Späne in den Schuh kommen. Und da ich ein eitler Fatzke bin, große Füße habe, ich sage, ich nehme einen größeren Schlag. Und genau, und habe Knöpfe an der Hose. Das ist die Gesellschaft, wo ich mitgereist bin. Und da bin ich 95 halt auf Tippelei gewesen. Genau. 95 ist losgegangen. Genau. Wie lange geht man auf Tippelei oder auf Walz heißt es doch nicht? Auf Walz, genau. Kommt auch an, welche Gesellschaft. Die Gesellschaft, wo ich mitgereist bin, reist man mindestens 2 Jahre. Die Regel ist aber, dass man 3 bis 4 Jahre auch unterwegs ist. Weil die Welt ist rund, kannst nirgends runterfallen. Und dann reichen 2 Jahre in der Regel nicht aus. Schreibt man sich da zwischendurch mal was auf, was man so erlebt hat? Also ich nicht. Ich habe aufschreiben lassen, aber es gibt Reisebücher, offizielle und auch privat. Das Private ist ein bisschen dicker. Und bei dem Offiziellen kommen halt Stempel von den Bürgermeister rein, also von den Städten, wo man war, und Arbeitszeugnisse. Also als Arbeitsnachweis auch oder Nachtippelei auch, um zu belegen, dass man auch gearbeitet hat. Und das Private, da schreiben den schönen Frauen rein, wo man übernachtet hat, wo man schöne Erlebnisse hatte oder auch mal nicht so schöne Erlebnisse. Aber das füllen eigentlich die Leute, die man trifft halt. Was darf man denn so mitnehmen unterwegs? Das ist doch bestimmt vorgegeben, oder? Nein. Mitnehmen dürfen, man will gar nicht so viel mitnehmen, wenn man das schleppen muss. Man hat eigentlich nur einen Charlottenburger, also ein Bündel. Und dort hat man eigentlich nur 2, 3 Unterhosen, noch einen Stauder, so ein weißes Hemd dabei, Arbeitssachen hat man dabei. Es gibt Reisen, die Werkzeug mitnehmen, das habe ich aber nie mitgenommen, weil ein Krauter, also ein Meister oder Chef, der kein Werkzeug hat, kann mich nicht bezahlen. Und das war es auch schon, was man dabei hat. Aber eine Waffe hast du ja immer dabei. Dein Messer, oder? Nee, das habe ich heute nicht dabei. Hast du aber nicht dabei? Nein, weil ich meine Arbeitsklammer nicht anhabe. Genau, also sonst habe ich immer ein Messer dabei. Genau, du weißt das. Genau, also eine Waffe habe ich auch auf Tippelei nicht dabei gehabt, oder ein Messer. Irgendwie, wenn ich am Arbeiten bin, habe ich immer ein Messer dabei. Um den Kunden veranschaulichen zu können, dass halt ihr Fachwerkhaus kaputt ist, indem ich das einfach dann in die Konstruktion stecke. Das habe ich aber heute daheim gelassen. Genau, ich kenne das. Du kommst zu mir immer mit deinem Messer hier. Und wenn du in Celle unterwegs bist, bist du auch immer mit deinem Messer unterwegs. Jeder Stich 1000 Euro. Genau, das ist ja, oder mehr. Ne? Oder also, mehr, wenn man mehr braucht. Ja, nach oben gibt es keine Grenzen. Genau. Aber ich steche auch manchmal öfters zu. Genau. Wie viele Häuser, wenn du das mal so überschlägst, hast du überhaupt schon behandelt? Also das ist ja wie beim Arzt, dass die wieder gesund werden. Also, also Häuser sind wir ja in vielen tätig, sei es auch Inhouse oder Ähnliches, aber wahrscheinlich meinst du eher in der Sanierung oder in der Denkmalpflege. Genau. Ich bin letztens durch die Zürcher Straße gegangen und habe für eine Bekannte einfach Fotos gemacht von den Häusern, wo ich schon mal Hand angelegt habe, ob im Großen oder im Kleinen irgendwie. Und da war allein in der Zürcher Straße, jedes zweite, dritte Haus habe ich ein Foto gemacht. Und in der Schulstraße fügt sich eigentlich auch ein Haus aneinander. Also wie viele sind, weiß ich nicht, aber zumindest in jeder Straße, in der Innenstadt zumindest, waren wir schon an Häusern tätig oder an den Häusern tätig auch. Was ja auch ganz gut ist. Ja. Wie ist das eigentlich beim Zimmermann? Das hat doch viel mit Ritualen auch zu tun. Was macht ihr da so? Also wenn ihr unterwegs seid oder gibt es auch so Treffen von Zimmerleuten dann hier, was man da so macht? Da gibt es ja so bestimmte Fachwörter auch. Genau, also bei den Gesellen, die auf Wanderschaft waren, also es gibt Reisengesellen und einheimische Gesellen.
Und wir haben Herbergen in ganz Deutschland, haben wir in der Regel ein Abkommen mit dem Wirt. Und da gibt es einen Handwerkssaal, das ist einfach ein Raum, wo kein Kuhkopf, also du bist ein Kuhkopf, sprich einer, der nicht auf Wanderschaft war, der darf da nicht rein. Und dann haben wir Aufklopfen, also dann trifft man sich auf dem Handwerkssaal in Hannover. In der Martinstraße haben wir so ein eigenes Zunfthaus, also ein eigenes Fachwerkhaus. Das einmal im Monat und dann gibt es halt aus der Tradition heraus auch Dinge, die geheim sind. Das ist jetzt ja nur Tradition, aber früher hatte das schon eine Bewandtnis, weil viele Vagabunden noch unterwegs waren und dass man sich als ehrbarer Handwerker auch einfach da abgrenzen konnte. Man hat sich gegenseitig geschützt dadurch wahrscheinlich auch. Ja, genau. Man kommt also auch so, das wird halt alles, man kann viel lesen, aber Tippelei kann man nicht lesen, muss man erfahren oder erleben. Und darum reist man die ersten 3 Monate mit einem zusammen, der jetzt schon länger unterwegs ist. Also der kann auch jünger sein, aber das ist dann der Altgeselle. Mindestens 3 Monate und der bringt ihm alles bei. Oder auch Rottwelsch, so diese Vagabundensprache. Also ich könnte mich jetzt beim Reisen unterhalten, würde es kein Wort verstehen. Sag doch mal was auf Rottwelsch. Nee. Genau, und dann gibt es also ein paar Punkte und es gibt so ein paar Vorgaben. Also man darf nicht mehr als 50 Kilometer zu Hause ran. Ja. Wenn man auf Wanderschaft geht, darf man nicht älter als 30 Jahre sein. Also ein alter Sack könnte jetzt nicht mehr losgehen. Du darfst keine Kinder haben, nicht verheiratet sein. Mhm. Du musst in der Gewerkschaft sein. Also grundsätzlich darfst du keine Verpflichtungen, du musst schuldenfrei sein. Ja. Gibt es eine Zimmermannsgewerkschaft? Nee, also Baugewerkschaft. Baugewerkschaft, genau. Wie ist denn das, 50 Kilometer, näher darf man nicht ran. Mhm. Es gibt auch manchmal Situationen, da muss man nah ran. Hast du sowas erlebt? Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass man halt nicht mehr als 50 Kilometer daheim ran soll, weil man sagt, in dem Bannkreis, also im Zirkel, hat man seine Familie, Freunde. Und wenn es dann mal schlecht läuft, also man möchte gerne Wäsche waschen, man braucht mal wieder ein Dach über dem Kopf oder hat nichts zu essen, dann würde man halt einfach heimgehen. Und dann wäre losgegangen, man soll halt wenigstens die 2 oder 3 Jahre lernen oder zusehen, dass man allein zurechtkommt. Wenn jemand in der Familie stirbt, also im engeren Familienkreis, dann darf man 2, 3 Tage wieder heim. Das war bei mir auch so. 1997 ist mein Vater gestorben und dann war ich 2, 3 Tage in Celle mit dem reisenden Gesellen, habe meinen Vater unter die Erde gebracht und bin dann wieder abgereist. Also es war eine große Trauerfeier. Das war nicht so nachvollziehbar für die Leute. Und ist eine schwierige Situation, wenn man dann. Na, für mich war es gut, dass ich wieder abgereist bin. Aber ich habe noch eine Schwester und halt meine Mutter lebt natürlich auch noch. Und was ganz gut war, ich habe dann, also meine Schwester, glaube ich, fand das auch nicht so gut, das ist ja schon eine Weile her. Und meine Mutter hat dann aber, ich habe ihr gesagt, du musst entscheiden, ob ich hier bleiben soll. Es ist so, wenn man bleibt, ist man der Chef vorbei. Ja. Also dann kann man dann zu Hause bleiben. Dann wäre ganz zu Ende gewesen zwei, und so konntest du das fortsetzen. Genau, da hätte ich Klamotten aussehen können, die Bücher abgeben können und die Ehrbarkeit und diese Nadel. Aber mein Vater hat aber einen Abschiedsbrief geschrieben, wo drin stand, und hatte sie mir gegeben, hat den nicht gelesen, ich habe den bei der Trauerfeier gelesen und wo drin stand, dass er, egal was passiert, hat halt Krebs, also es war klar, dass er sterben wird und hat dann halt geschrieben, er will auf jeden Fall, dass ich die Wanderschaft zu Ende bringe. Mhm. Und das war dann quasi mein Freifahrtschein, wieder gehen zu dürfen. Und für mich war das schon gut. Also in dem Moment war es gut. Du bist dann erleichtert gegangen, weil... Naja, erleichtert bin ich gar nicht. Dein Vater hat dir ja im Grunde auch das dadurch ein bisschen leichter gemacht, ne? Naja, zumindest, dass ich... Also meine Mutter hat gesagt, sein letzter Wille, das so gegeben. Ja. Für mich war das gut, weil ich sofort wieder schauen musste, wirklich was zu essen, wirklich Arbeit her. Also war abgelenkt. Ja. Auf der anderen Seite ist das jetzt ja schon ein paar Jahre her. Und dann kann man das auch gut über die Jahrzehnte verdrängen. Ist dann auch immer die Frage, ob das gut ist. Halt. Ja. In wie vielen Ländern oder in welchen Ländern warst du so unterwegs? Was war das markanteste Erlebnis dabei? Markante Erlebnisse hat man überall, aber dafür braucht man nicht ins Ausland gehen. Ja. Ja, und es ist auch so, dass man das erste Jahr, das unterstreiche ich, auch in Deutschland bleiben sollte. Oder auch Schweiz-Österreich, das gehört für uns dazu, also deutschsprachiger Raum vor allem. Wir haben auch reisende Gesellen in unserer Gesellschaft aus Österreich und vor allem aus der Schweiz. Also was will ich woanders, wenn ich mein eigenes Land nicht kenne? So war ich im näheren Ausland eigentlich überall. In Luxemburg und Belgien war ich nur zum Zigaretten kaufen, weil die, glaube ich, günstiger waren, ich weiß nicht mehr. Aber ich war dann noch in Kanada und wollte auch nach Neuseeland, das hat wegen meinem Vater nicht geklappt, da wollte ich Schafe schauen. Ja. Und war in Prinz Rupert auch, das ist British Columbia. Mhm.
Und wir sind also noch, wir sind geflogen, die Reise soll kein Geld kosten, das war auch Wanderschaft, wieso, ihr dürft doch gar nicht fliegen. Wir wollten eigentlich am Schiff anheuern, das ging aber, 96 war das nicht mehr so einfach, wegen diesem Seemannspatent oder so, war Hand gegen Kohle nicht möglich. Und sind dann im Flugzeug auf und ab gegangen. Und dann war das wie so. Wandern halt einfach. Ich musste die ganze Zeit aufwalzen im Flugzeug. Wir sind auf und ab gegangen, genau. Ja. Ja, und dann sind wir in Vancouver gelandet und sind dann zur Gewerkschaft, weil ich sagte, du hörst mir genau zu, dass jeder Reisende in der Gewerkschaft sein muss und das ist sowas Ähnliches. Also sowas gibt es natürlich in Kanada auch. Und die hatten von British Columbia ein großes Treffen und da sind wir reingepoltert. Und ich war da immer der Smiler und der andere Reisende der Speaker, weil mein Englisch einfach nicht so gut war und was. Und die haben uns dann mitgenommen. Also wir sind quasi mit denen ein bisschen durch British Columbia gereist und haben in Prince Rupert auf einer Gewerkschaftsbaustelle gearbeitet, also strukturschwache Gebiete. Wenn ich zu viel erzähle, sagst du Bescheid, ne? Du hast immer ein paar Fragen und so, stoppst du mich aber. Wir haben, also strukturschwache Gebiete werden von der Gewerkschaft unterstützt und die haben an der Kirche dort gearbeitet, also eine Gewerkschaftsbaustelle, eine alte Kirche, für uns ein Neubau, also 150 Jahre war die alte. Und es mussten Kirchenfenster saniert werden. Und der Bauleiter sozusagen, das war ein Hells Angel, hat gesagt, so, ihr habt mir erklärt, was ihr macht, ihr wollt was lernen, ich weiß nicht, wie man die Fenster baut, und dann baut ihr die Fenster. Und dann haben wir eine Garage bekommen, Zedernholz und eine Lamellofräse und Stemmeisen. Dann haben wir da, und ich bin mit Leib und Seele Grobmotoriker, aber ich habe da dann Kirchenfenster gebaut. Das ist schon eine interessante Kombination vom Auftraggeber und von dem Gebäude dann, was ihr da gemacht habt. Hells Angel, ja, war großartig. Kirche. Genau, ja, aber genau, es war für uns jetzt nicht so relevant, dass das ein Hells Angel war, aber irgendwie ist das ja immer eine Geschichte. Interessanter ist, dass seine Freundin eine Indianerin oder indianische Abstammung war, Tätowiererin. Und auf Wanderschaft ist es halt so, ausgeschenkt wird aufgegessen. Also kommst du in eine Kneipe, jemand bietet dir ein Essen an, dann nimmst du das, damit er nicht vergnatzt ist und im nächsten Reisen nichts anbietet. Also, wenn eine Tätowiererin sagt, hey, ich schenke dir ein Tattoo, dann nimmst du das, auch wenn du es nicht willst, damit der andere nächste Reisen auch was bekommt. Also, ich habe mir da eine Spinne tätowieren lassen und der andere reisende Geselle hat sich den Donnervogel, der die Sonne frisst, irgendwie einen kompletten Rücken, 11 Stunden lang irgendwie den Rücken palkern lassen. Genau. Und ich eine Spinne, weil wir Vogtländer, also die Gesellschaft, wo ich mitgereist bin, werden auch die Spinner genannt. Darum kann es auch sein, dass du morgen, wenn du nochmal drüber nachdenkst, was wir so erzählt haben, so, oh, das kann ja gar nicht alles stimmen, was Jörg gesagt hat. Er hat gesponnen. Ja, genau, aber das stimmt nicht. Genau. Das stimmt schon. Das. Außer mit dem Flugzeug, das wir auf und abgegangen sind, das stimmte vorher nicht. Ich behaupte ja, es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum du Zimmermann geworden bist. Aber lass, sag du erst mal. Hast du mich schon Grund, ja, naja, der ganz bestimmte Grund ist, dass ich dachte, ich bin intelligenter Fatzke und das war wahrscheinlich der Fall. Und darum habe ich die Fachoberschule nicht abgeschlossen und musste mir einen Lehrplatz suchen. Also ich habe 11. Klasse, war das noch so 3 Tage irgendwie Praktikum und dann Schule. Und fand in Hannover aber dann irgendwie die Markthalle interessanter, als zur Schule zu gehen und hatte hier in der Zimmerei Praktikum gemacht. Und dem habe ich dann angeboten, ich schmeiße das hin und arbeite weiter. Also so wenn ich zum Zimmermann komme, jetzt wirst du mir wahrscheinlich jetzt sagen. Jetzt sage ich dir meine Begründung, genau. Ja, Zimmermann ist der Beruf von Jesus. Jetzt sagst du mir, dass ich ganz gläubig bin und deshalb ich, ja, hilft das mir. Musst du selber sagen, das kann ich nicht für dich sagen. Genau, aber du weißt aber, warum ich, ja. Zimmermann und Jesus, das ist für mich die Brücke zu dem, was du vorher gemacht hast. Du warst nämlich ganz aktiv hier bei den Pfadfindern. Ja, das, ja das, bei den christlichen Pfadfindern. Ja, genau, und das war eine großartige Zeit. Aber das ist ja schon. Also das, 30. War die, das war die Vorbereitungszeit für den Zimmermann, bin ich mir ganz sicher. Weil ja, da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht so war. Ja, das war eine sehr gute Zeit. Da hast du Sachen gelernt, die du später auch gebrauchen konntest. Feuer machen, oder? Feuer machen. Aber ja, nicht handwerklich, nein, draußen sein. Schon, genau, du hast schon recht. Also, was mir aber mehr gebracht hat, war. Also, stimmt, vor 30 Jahren. Wurde in der Kreuzkirche eine Sippe, also eine Gruppe neu gegründet und der Christian Solle wollte aus der Sippe, also so einen Neuanfang hat er gegründet, weitere Sippenführer, so heißt das an, daraus generieren. Und ich war halt auch in dieser Sippe und es ist schon so, dass das für mich ganz gut war, dass ich da hingekommen war. Ich habe, also alles Kleinkram, aber ich weiß nicht, was ich noch alles... Hast du so Freches gemacht hätte, wenn ich nicht zu den Pfadfindern gekommen bin. Hast du damals auch so ein Probenheft bekommen? Ja, gab es auch, genau. Damit man knappe Speer oder irgendwas. Genau. Ja, genau. Und man ist ja auch sein Leben lang Pfadfinder, das kann ich von mir jetzt nicht so behaupten. Also, weil man irgendwie das ist ja so ähnlich wie dein Buch, was du als Zimmermann hast. Da wird abgehakt, was man gemacht hat. Ja, die gut, Proben. Das ist in meinem Buch jetzt ja nicht. Ja, nee, aber das
hast du für dich sicherlich auch vorgenommen, was du alles so erleben wolltest. Aber da, was gehört dazu? Feuer machen? Das weißt du jetzt besser als ich, wenn mir das ja 30 Jahre her. Hier, ich sag dir mal die 10 goldenen Pfadfinder-Regeln. Ich weiß das noch, hier, guck mal, das weiß ich noch. Kannst du das auch noch? Guck mal, kannst du das auch noch? Der kleine, der große schützt den kleinen. Und das sind die drei Tugenden. Siehst du, ja. Gut. Was sind die drei Tugenden? Die weiß ich, aber ich finde, da sollte jeder auch mal für sich jetzt schauen, irgendwie, damit man das verhindert. Wenn ich das erzähle, merkt sich es ja keiner. Okay, ja. Ich lese mal kurz vor die 10 goldenen Pfadfinder. Das ist ganz nett hier mit dir auch, muss ich sagen. Du. Ja, zuverlässig, treu, gottesfürchtig, jederzeit hilfsbereit, Bruder aller Pfadfinder und Freund aller Menschen auf der Welt, ritterlich, schützt Pflanzen und Tiere, gehorcht aus freiem Willen, immer frohen Mutes, einfach und sparsam, rein in Gedanken, Worten und Werken. Ah, so ein paar Sachen finde ich auch wieder. Hört sich aber total toll an. Das ist ziemlich schwer, das alles einzuhalten irgendwie, aber. Ich glaube, was man so als Kind und als Jugendlicher lernt, davon zehrt man später auch. Und wenn ich dich so beobachte in deinem Unternehmen, wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? 43, also 43. Mit Büro und alles, was da so, genau. Die muss man ja bei Laune halten, die muss man richtig führen, dass sie zufrieden sind, gute Arbeit machen. Man muss nur ein ehrliches Spiel machen und da tragen, dass man auch mal das Gefühl hat, dass man doch... Aber das Ehrliche muss man auch gelernt haben. Ja, aber das lernt man eher auf Tippelei als beim Pfadfinder, glaube ich. Weil ich weiß nicht, ob ich mit 12, 13, 14 oder 15, wie alt ich war, da wollte ich Spaß haben und Dinge erleben und dann fand ich es toll, die Gemeinschaft und irgendwas, dann mag das so ein Ansatz sein. Aber da hat mich das doch... mein Leben mit 30, 40 doch einen Scheiß interessiert. Da wollte ich, dass es gut ist, dann wollte ich mit Kumpels auf den Baum klettern oder was auch immer machen. Und als man älter wurde, auch noch andere Dinge machen. Ich glaube, also prägend ist auf jeden Fall Wanderschaft, weil man geht los, um fachlich was dazu zu lernen. Und dann siehst du, in Bayern sieht ein Dachstuhl anders aus, aber der Weg dahin ist eigentlich der gleiche wie in Norddeutschland. Aber dann lernst du, also lebst halt auf der Straße, bist ein König der Landstraße und wenn du es nicht schaffst, mit den Leuten zu kommunizieren, dann gehst du unter oder du hast eine total doofe Tippelei oder hast es nicht so einfach. Und du lernst, ich bin also einfach, aber behütet aufgewachsen. Ich kannte keinen AIDS-Kranken, ich kannte auch keinen Multimillionär, ich kannte auch keine Behinderten, ich kannte das nicht, ich kannte das aus dem Fernsehen und hatte meine kleine, einfache, heile Welt aber. Ich hatte auch ein Iro noch zur Lehrzeit, war auch eine gute Zeit. Und dann lernst du die Leute kennen. Und die Vorurteile, die man hat, oder du lernst Schwule und Lesben kennen und bla und alles so. Also man muss jetzt ja auch immer noch, ne? Also ich bin, ist ja schon eine Weile her, dass ich irgendwie, jetzt sind wir alle tolerant, haben uns alle lieb, aber gab ja auch mal eine andere Zeit und wie das ist, mit Frauen auf dem Bau zu arbeiten und so. Also, und ich bin ja auch grün hinter den Ohren losgegangen, also ne? Von zu Hause und dann gehst du einfach los. Und das war eine prägende Zeit, zu sehen, dass ein Multimillionär ein total netter Kerl sein kann und nicht irgendwie so ein kommerzielles Arschloch, was man doch dann immer dachte. Ja, und das aber andere so alternativer Sack irgendwie aus Hamburg, der sagt, du bist so spießig und du bist überhaupt nicht toll. Also, so dass man dann weltoffen ist und offen für alles. Du bist jetzt quasi ortsansässig, ist es schon ein Unterschied? Ich wollte ja nie wieder her. Habe ich nicht erzählt, aber weißt du gar nicht mehr. Ich wollte in München bleiben. Ich musste noch Zivi machen und hatte auf dem Abenteuerspielplatz meine Zivi-Stelle schon da. Dann, weil mein Vater gestorben ist, habe ich meiner Mutter versprochen, halt nach Tippelei nach Hause zu kommen. Mhm. Also eigentlich wollte ich hier nie wieder. Das ist ganz nett hier, aber ich wollte hier wieder her. Jetzt bleibe ich hier. Was ist der Unterschied jetzt, was nervt dich, was macht dir heute mehr Stress, als es zum Beispiel auf der Walz war? Das sind ja ganz andere Herausforderungen heute mit 43 Mitarbeitern. Auf der Walz stresst ja nichts. Du stresst das mal, wenn du kein Bier bekommst und kein Geld mehr hast oder so. Aber da ist ja nichts stressig. Also da gibt es Situationen, die unangenehm sind, bei Eisregen, ohne Schlafsack und einem blöden Uni-Vordach in Bochum zu übernachten oder so. Aber das sind Momentaufnahmen und sind überhaupt nicht relevant. Und es ist auch nicht relevant, wenn du zwei Wochen, das Selbstversuch, zwei Wochen nicht duschen, es gibt keine Selbstreinigung des Körpers. Also das, also sowas, aber das sind dann, oh, das kann furchtbar sein. Aber dann wir haben hier Duftkerzen in der Straße. Ja, aber ich dusche ja mittlerweile auch täglich. Genau. Aber ich will mir nur sagen, da gibt es... Für einen Außenstehenden, also ja, keine Ahnung. Und jetzt Herausforderung, na, jeder Tag ist vielleicht eine Herausforderung. Was ist der größte Stress? Der Stress? Die vielen Kunden, die irgendwas wollen, oder? Na, das ist ja positiver Stress. Positiv. Absolut. Okay. Auch das ist stressig, immer, dass es immer läuft. Also man hat eine Verpflichtung ja irgendwie über 40 Leute, auch wenn man nur 5 Leute hat. Man hat ja auch einfach... Also ich schätze meine Gesellen sehr. Den einen oder anderen finde ich aus dem Arsch oder der hat auch eine blöde Einstellung, die ich nicht teile und ich würde vielleicht mit dem auch privat kein Bier trinken, aber ich schätze die, was sie machen. Und es ist meine Verpflichtung wiederum auch, dass ich zusehe,
naja, dass sie immer Arbeit haben, dass es ihnen gut geht, wenn es privat schlecht geht, dann, dass man sich auch kümmert, wenn man sich kümmern darf. Das kann vielleicht mal, das macht Stress, glaube ich. Jetzt kommt der Winter, ich weiß nicht, haben wir im Februar dann doch mal wieder nach Jahren richtig Schnee, ja. Dann muss ich schauen, dass ich irgendeine Arbeit habe. Aber ja. Ich lasse sie die Halle fegen und muss gucken, dass die Firma das auch bezahlen kann. Weil nicht jeder Geselle schlecht Wetter und dann irgendwie 63-67%, was wir dann kriegen, damit zurechtkommen. Das ist vielleicht Stress, aber es ist meine Verpflichtung auch, glaube ich. Das ist jetzt total hochgeschaut und toll an, ne? Aber ich sehe das wirklich so. Also, dass das auch eine Verpflichtung ist, weil mir geht es ja auch gut, weil die sich wortwörtlich einen Arsch aufreißen. Eine letzte Frage. Also du bist schon fertig gefahren, eigentlich. Ja, also gerne auch noch mehr, aber die anderen wollen ja auch noch. Ja, okay. Also, du stehst früh auf. Also ich bin ja, das ist immer so eine Frage für den Bäcker. Du, du beantwortest auch schon nach 4 Uhr WhatsApp. Und wenn ich dich um 10 Uhr anrufe, dann ist ja eigentlich bei dir schon Mittag. Mhm. Und hast du eine Strategie, mit diesem Stress auch umzugehen? Was ist so... Aber Stress und früh aufstehen sind ja zwei Paar Sachen. Okay, ja. Also es ist Gewohnheit? Oder? Was heißt... Naja, wird es Gewohnheit? Nee. Also ich brauche 8 Stunden Schlaf. Du brauchst 8 Stunden Schlaf. Das kann keine... Aber ich... Du zählst also die Stunden vor, doppelt also wahrscheinlich. Also 4 stehe ich halt auf. Ja, ja, also ja, ja. Aber ich gehe vorher ins Büro und dann wird auch kriege ich abends noch irgendwie eine Nachricht oder werde angerufen, ich bin krank, dann muss ich die Baustellen irgendwie neu sortieren und dann... Ich habe morgens noch meine Ruhe, irgendwie die ganzen Papiere und Sachen, die die Damen im Büro mir hingelegt haben, wo ich irgendwas irgendwie machen muss. Aber was ist deine Strategie, dass du im Grunde auch für dich sorgst und für mich sorg, dass du das Leben dann trotzdem genießen kannst? Also ich genieße das Leben ja total, Haus. Weil ich es auch total schön finde. Also bestimmt finde ich es auch schön, erfolgreich zu sein oder irgendwas, aber es ist gar nicht so relevant. Ach, wenn es so gut ist halt. Also ich gebe immer mal... Ich habe gesagt, schon zum dritten Mal Arsch. Aber es gibt schon immer mal so einen Arsch, wo du denkst, boah, eine Hitze. Darf man in der Straßenbahn immer sagen. Darf man das, genau. Aber ach, im Groß doch, weiß ich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mit den Leuten schon irgendwie zurechtkomme und denen auch sagen darf, was ich denke. Also eigentlich gibt es keine Strategie. Einfach machen so, dass man in den Spiegel gucken kann. Ja. Aber das ist ein schöner Schlusssatz. Aber das sehe ich wirklich so. Auch in den Spiegel. Dass man denkt, und einfach ehrlich sein zu sich selbst und so. Und nicht immer so, oh, ich kriege noch 20 Euro mehr, wenn ich den jetzt bescheiße oder so, sondern einfach mal 5 gerade sein lassen. Ich glaube, da kommen wir alle ganz gut zurecht. Ehrlich sein, darf ich aufgreifen? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Also dann dürft ihr einmal rumkommen. Weil zum Ehrlichsein habe ich hier Hans Pape sitzen von Hanse Grant. Kommt mal rüber. Genau, kommt mal rüber.